Ja, bald ist wieder so weit. He? Wie ist es gelaufen, der mal mit Holz und so weiter? Ja, sehr gut ist es gegangen. Wohl. Wir haben die vier Samstag gutes Wetter gehabt und es ist tipptopp gegangen. Ja. Ihr seid ja sehr organisiert, gell? Also überlassen nichts im Zufall. Also, ihr tun richtig mit daran Holz, das ist ein richtiger alter Brauch schon, gell? Ja, so ist es. Ja, ja wohl, da, wir probieren es, dass wir möglichst gut organisiert sind. Organisiert das Chaos. Auf jeden Fall, ein Haufen Leute sind immer da. Ja, selbst sind. Wir sind jedes Mal so zwischen 15 bis 20 Holzer und dann geht das Hand in Hand tipptopp. Ja. Es ist da natürlich ein stark dunkel, gell? Also das Feuer kommt dann aber. Es fängt ein kleines Feuer, das dein Gesicht ein bisschen erhält. Genau. Jetzt sagen wir, wir wollen den Winter austreiben. Jetzt kommen wir fast ein bisschen von der wärmeren Temperatur in die kälteren und vom Winter keine Spur. Mhm. Aber der Brauch bleibt. He? Der bleibt, ja. Ja, ja, Winter hier oder her, wir lassen uns da nicht beirren. Ja. Es wird mal langsam, das Feuer kommt. He? Genau, langsam züchtet es. Jetzt sind da die Schüler gekommen mit der Hanfflackerle und haben einen Umzug gemacht und haben das Fahrfeuer angezündet. Und nachher am Punkt 7 zünden wir dann das vierte, den grossen Haufen an. Ja. Bist du nervös? Weil manchmal ist es ja nachher schwierig, dass das Brennen kommt. Ah nein, das brennt schon. Aber ja, ein bisschen angespannt ist man alle, ja, bis es dann geklebt hat. Und nachher ist man dann auch zufrieden. Ja. Aber heute ist eigentlich so gut, gell? Es hat auch keine Luft, es ist keine Gefahr, nichts da. Ja, wir verschreien das nie gern, weil bei uns kann es ja relativ schnell noch ändern mit der Luft. Aber heute sieht es sehr gut aus bis jetzt. Ja. Einwohnerverein, gell? Der Efisburger auch, wie man heisst, gell? Ja, der Einwohnerverein unterstützt uns, aber wir haben einen eigenen Verein von der Flakkelenholzer Efisburger auch. Genau, wir sind flakkelen.ch, gell? Genau. Kann man anschauen, gell? Ja, genau. Und wir kommen einfach finanzielle Unterstützung über und organisieren das eigentlich selbstständig für den Einwohnerverein. Ja. Ich bin ursprünglich mal der Burgerau in Agibar, gell? Ab 3 dann hat es Fuchsheim gewesen. Ja. Sind da Luther Burgerau dabei? Oder ist das so? Hat es so zugezogen? Nein, wir haben noch ein paar Auswärtige, ein paar Säfler. Integrieren wir auch bei uns, wir sind da sehr offen. Ja. Aber die meisten sind natürlich schon von Efis und von Burgerau. Ja. Eben, gell? Also die Tradition, die behaltet man irgendwie. Ja, schon. Ja, 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 liegt da ein bisschen am Weg, halt, logischerweise, ja, dass die meisten von da sind. Ja. Obwohl es aus der Zeit ja, von Türhülsen und so weiter, weißt, mit Reden, Kornschlitten, das ist ja vorbei eigentlich. Oder? Das ist vorbei, ja. Genau. Nein, wir nehmen auch Türsholz und machen dann die ersten zwei Samstag Burden miteinander, binden die Äste zusammen. Und nachher fangen wir dann an aufbiegen und machen das eine Art alle gleich. Ja. Der Haufen, der ist von eurem Spirit. Ja, also weißt, wird der durch euren Spirit begleitet oder haben wir noch Spirit, also weißt, Sprit dahin, damit es so richtig brennt? Nein, eigentlich nicht gross, weil das Holz ist teuer und das kommt dann schon zu brennen. Wir haben relativ viel teure Ware, außer nur noch Schilf. Und dann kommt der Schatz brennen, ja. Es drückt nämlich noch, gell? Man meint, schnell ist ein Haufen zusammen, aber so ein grosser Haufen dann zum Brennen bringen, da braucht es System, gell? Es braucht es, ja. Man muss schauen, dass vorne noch genug Luft dazu kommt. Darum machen wir allerdings im Dezember tun wir den Unterbau richten, machen eine Art Stämmen, Ruhestunden hier, dass vorne noch schön Luft nachkommt. Und dann brennt das tipptopp, ja. Was ich ein bisschen vermisse, das sind Frauen bei euch. Hat es keine, he? Wohl, also die meisten von uns haben eine Frau, ja. Aber die unterstützen uns dann mehr andersweitig, ja. Aber grundsätzlich sind wir da nicht verschlossen, ja. Aber also Frauen könnt ihr auch beim Holzen dabei sein, ja? Ja, wieso nicht, ja. Wir haben noch Mädchen, die teilweise können helfen können, ja. Ja, kein Problem. Die Tradition geht also weiter, he? Ja, wir hoffen es, ja. Wäre schade, wenn nicht. Wackeln, die machen auch mit den Schülern, oder was? Genau, ja. Mit den Efiser Schülern. Der Heinz Müntner organisiert das einmal. Und dann bauen sie am Abend bauen. Und dann tun sie sich Krone hineinzünden und dann rauslaufen mitnehmen. Ja. Und am Schluss liegen sie hier, he? Genau. Hat man jetzt irgendetwas ein paar Bröte? Nein, nein. Nicht ganz. Du, dir steht es der zu, vom Anzünden, gell? Jawohl. Auf wen kommt es denn da drauf an? Ja, da kommt es nicht auf Mengen drauf an. Da muss man ihn nachher anzünden und dann ringsherum laufen. Ist ja gefährlich? Gefährlich nicht, nein. Man muss ein bisschen Acht geben und dann tut es eben schon. Und wenn es mal nicht tut, dann flucht man ein bisschen? Ja, selbst sollte eben gar nicht vorkommen, dass es mal nicht tut. Nein, ist dann auch keine Sache. Man zündet die an und dann läuft man ringsherum und dann ist das gut. Du, woher kommt denn das Holz da? Ja, wir kriegen das Holz für eine Kirchenvereinigung, für eine VFA. Der Manuel bestellt das amix und es hat aber auch Anleiter, Fremde, die uns anfragen und das Holz bringen. Und ja,
dann auch ist es ein bisschen zäher. Und es ist eine wahre Freude, wenn sie amigs nicht noch Holz bringen, vielleicht auch noch ein bisschen Bier. Was auch mal etwas trinken neben der Razzoi, oder? Ja, genau. Du, die schöne Fackel ist fast schade, gell, um die auf das Feuer rauszugehen. Ja, das hat ein bisschen eine Tradition eingeführt mit den Kindern zusammen. Ich finde das eine wahre Freude, wenn sie dürfen, das Vorfeuer anzünden und man nachher weiss, dass mit dem das Hauptfeuer angezündet wird. Und die Pfannflackeln, die wird vorbereitet mit ihren Eltern. Sie dürfen sich anmelden. Das läuft über den Heinz. Und ich freue mich, wenn da wirklich zahlreiche Kinder teilnehmen, weil das ist einfach ein Meer, wo man sich nicht entgehen lassen darf. Und das Vorfeuer ist eben auch wichtig, gell? Weil ohne da kann es anders schlecht zu brennen, habe ich das Gefühl. Ja, ohne das Vorfeuer kann man ja gar kein grosses Feuer machen. Darum ist das Vorfeuer so wichtig, weil uns, die anzünden, hier mit dem Vorfeuer den Stecken anzünden und gehen nachher zum grossen Funken und zünden dann auch unsere Flaggen mit diesen Stecken an. Man wird sicher später in diesem Film werden sehen, wo hier ein paar ausgewählte mit Stecken, die brennen. Und dann tut es einen Rumpel, einen Knall. Und das ist dann auch das Zeichen, dass der Funken angezündet werden darf. Und dann wird die Zeit gestoppt und die Zeit ist dann nach einem Match entscheidend, ob man sagen kann, ob es ein schöner Sommer oder ein starker Winter oder ob es lange regnet. Da gibt es ja einen alten Brauch. Wir machen sowieso Funkenwach, wo da bleiben, bis in die Nacht, in alle Nächte, sagen wir mal. Und dann, wenn wir sehen, dass es einigermaßen gut ist, haben wir gleich auch noch ein Auge drauf. Und so kann man sagen, wir sind auf der sicheren Seite. Man muss ja gleich auch schauen, oder? Man kann nicht einfach etwas anzünden und denken, ja, leck mir am Viertel, oder? Wobei, heute ist glaube ich, super keine Luft und um 10 Uhr soll es korrekt noch kommen. He? Ich denke, das kommt gut. Und ich vertraue an unseren langjährigen Mitarbeiter, die hier, oder langjährigen, die dabei sind, die das eine und das andere braucht und die sagen, ja, du, es ist gut oder nicht, zünd an, ja oder nein. Und wenn wir sich mal entschieden haben, dann müssen einfach alle dahinter stehen. Und wenn das alle kommt, dann würde ich sagen, mal, dann läuft es ja. Es ist gelaufen wie am Schnürli. Der erste Knall ist dann vorhin nach 2 Minuten gekommen, haben ein paar gewettet, sondern weiss nicht, 4, 5. Der Mond hat dann zugeschaut, ist zeitweise vom Rauch verdeckt worden. Man hat auf die weiteren Knall gewartet und Therese ist standhaft bei der Uhr geblieben und hat eben gewartet, bis es knallt. Zeig mal schnell die Uhr. Was hast du jetzt drauf dort? 15, 46, ja. Aber du meinst, rein von der Hitze her müsste es noch klipfen einmal? Ja. Es hat 5 Krachen dahin, also aha. Muss es 5-mal klipfen. Aha, hoi, jetzt ja. Das Problem ist, wenn sie anfallen, die wenig hin, ist natürlich noch nicht so heiß. Ja, ist klar, ist logisch. Aber brennt hat er, das muss man sagen, krachen hier oder her, also wunderbar. Ja. Das hat er. Hat sich gerade den Mofer verdickt. Wie alle. Es hat im Fall 5. 5 Klipfen. Es waren 3. Achtung! Weißt du die Zeit? Nach dem 3. Mal, was es geklipft hat. Ja, 28:47. Und jetzt hat es kurz gerade noch mal geklipft. 4, hä? Hast du noch einen Zünder gekommen? Der war noch am Fuß. Nein, jetzt sind alle. Jetzt sind alle? Ja. Weil einer war noch am Fehlzünder. Und was heisst es das? Top. Fast eine halbe Stunde. Ein schöner, langer Winter. Ja, das heisst, dass der Winter vielleicht noch mal kommen kann. Ja. Oder auch nicht. Aber du, Rolf, jetzt mal ehrlich. Ja. Hätten mehr Leute wieder die Maisversammlung? Ja, das ist gut möglich, ja. Müsstest du dort auch Feuerchen machen, hä? Ein Wurstfeuer rechts. Ja, es sind locker 400 Leute. Und was wir verpasst haben von lauter Feuer, das sind alle Stände mit Getränken, mit Esswaren und so weiter. Ein riesiger Anlass, auch unter Mithilfe vom Einwohnerverein Gräfisburger.
Fünf! Ja! Guck, der Becher ist schon drin. Entschuldigung. Er darf uns filmen, Emma. Hallo! Kamera filmen? Kann man sie filmen? Danke, weit Junge. Hey! Ja, der ist aber schlau mit den Kopfhörern. Der ist aber schlau, du. Ich auch. Das ist aber ganz schlau, das. Thank you.